Ihr Lieben, immer noch im Vulkangebiet. Genesis Eis geht weiter und du hast gerade rote Dingensbummens umgenietet, ne? Genau, rote Kristalle. Aber farmt der die roten Kristalle oder hast du die irgendwie gefarmt? Nee, die habe ich, wie gesagt, der Stiggi ist eine laufende Spitzhacke. Ah, ist ja cool. Und der hat was gedroppt? Das Schöne ist, da habe ich jetzt schon wieder 600 Elementsplitter und 12 Vollelement rausbekommen. Das ist cool. Brauche ich auch für unser Lagersystem. Finde ich praktisch. Das kannst du hier gut farmen. Ich würde Anfangsstrecke, wo wir hochgelaufen sind, da hast du sehr viele davon. Ich würde ja gerne sagen, leg mal alles bei mir rein, aber ich bin schon voll und habe noch nichts drin. Der kann gar nichts tragen, der hier. Ich habe schon hochgelevelt auf 3000 Gewicht. Mit den kleinen hier. Was das für ein Umschwung ist, ne? Ohne Stackmod auf einmal. Was Stackmod haben wir ja, nur eine andere. Ja, aber mit der Gewichtsreduktion. Mhm. Ich mal gucke, ein Stack Fleisch wiegt 125. Ihr habt das ja mitbekommen mit dem Modder, ne? Was passiert ist? Ja, der ist verstorben. Der ist verstorben. Er hat ja noch online um Hilfe gefragt. Patreon hat er noch gemacht. Genau, weil er wollte... Da ging auch um irgendeine Krankenhausrechnung oder irgendeine Behandlung. Ja, die kostenspieligen Sachen wegen seiner Krankheit. Und da gab es natürlich einen großen Shitstorm wieder von irgendwelchen Vollhirschen, die dann natürlich. Der war ja Amerikaner, da kann ich es nachvollziehen, der bezahlt das nicht bei uns in Deutschland hier oder sowas. Ich wollte gerade sagen, gehst mit Grippe ins Krankenhaus, kriegst $3000 Rechnung. Ja, mindestens. Oh, der ist schön mit den blauen Stacheln. Der ist, glaube ich, sogar noch hoch vom Level. Oh, zwei! 116! Und der andere? 12. Ach Mann. Ich hätte sogar genug Eier für den gehabt. Egal. Kommt Zeit, kommt Rat. Nochmal ganz kurz für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ja, dann. Ich muss ganz kurz. Anerkennung, Blinken, Belanglosigkeit. Kurz Elena zu Ende quatschen lassen. Ich musste mein Display zurücksetzen. 72er Stiggi-Wolle. Ich komme nicht raus. Ja, wie gesagt, Online-Shitstorm, weil er hat um Geld gebeten und alle meinten, ja, hier, Fake oder sowas. Ja, kurze Zeit darauf ist er gestorben. War es nicht eine Woche später oder was? Das war echt kurz. Drauf. Wirklich kurz. Ja, was hat er runter? Den Berg? Den Weg? Ja. Runter und dann rechts. Und Phosphodrago, das wurde mit 20. Das hat mir so ein bisschen leid. Ja. Ja, ich kann es verstehen, wenn der da wirklich Hilfe braucht mit hier Arztkosten. In Amerika darfst du nicht krank werden. Ätzend. Also auch wie schnell. Man hat gar nicht realisiert, wie schnell das ging. Ja. Ich habe mal ein Foto gesehen von der Arztrechnung. Da hat einer ein Herztransplantat. Oh, war das jetzt richtig? Ja. Ja. Bekommen. $295.000 Arztrechnung. Ja. Und 7.000 alleine waren für den Aufenthalt im Krankenhaus. Ich finde immer so lustig, wenn die Leute sagen, Amerika, das Land der, der Land. Unbegrenzten Möglichkeiten, unbegrenzten Arztrechnungen. Unbegrenzten Schulden. Ja. Also ich sag mal so, das ist in Deutschland nicht günstiger, aber wir kriegen das nicht zu sehen. Weil das direkt über die Krankenkasse geht. Dafür hast du eine Krankenkasse. Wir haben übrigens keine Krankenkasse bei uns in Italien. Na gut, Italien hat nochmal, wobei ich überlege gerade. Aber ihr habt wahrscheinlich auch nicht so ein System, dass wenn du mal einen Schnupfen hast, dass du gleich 500 Euro zahlen musst. Du musst einen großen Teil bezahlen, aber auch einen großen Teil bezahlt der Staat. Ich wollte gerade sagen, Italien hat doch ähnlich wie England so ein Basisversorgungssystem, oder? Ja, hat es. Oh, hier ist einer, mal gucken. Aber das System, was wir hier haben, ist aber auch nicht das Beste. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland habt ihr ein ganz gutes System. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ja, vor allem, weil halt auch die Krankenkassen als gemeinsamer Verhandlungspartner an die Krankenhäuser gehen und die Preise aushandeln. Mhm.
Ach, du kriegst auch so richtig viel Unterstützung bei vielen Sachen. Boah, der ist aber hübsch hier, der rote, ne? Das sieht aus, als ob der so eine Umrandung hätte. Oh ja. Oh. Wenn die Stacheln dann in Reihe sind, dann leuchtet der ja ganz anders. Oh, wieder zwei Basilisken. Heftig cool. Welches Level hat denn der Kerl hier? Ich esse immer beim. Ich guck mal auf die falsche Taste. 16. Ei, ei, ei. Das ist doch immer ja, so die Hübschen. Da sind wir wieder beim Thema hübscher Müll. Vorne, hinten, vorne, hui, vor, ne, hinten, hui, vorne, fui, oder wie? Ja, irgendwie so. Da noch was? Ne, vorne Business, hinten Party, so war das. Ja, das war Fokuhila. Ja. Was? Hinten Business? Nee. Nein, vorne Business, hinten Party. Das war Fukuhila. Die alte Fußballerfrisur. Eieiei, wie viel die X-Ankis aushalten. Finde ich aber gut, dass sie das aushalten. Ich habe aber wieder voll vergessen, wie tanky die ganzen Tiere hier sind. Durch das X vorne dran. Die X-Tiere können halt schon noch eine Ecke mehr ab. Ja. Oh, ich habe Texturfehler. Ich kann durch die Map gucken. Ja, ich auch schon die ganze Zeit. Ja? Ich noch keine, zum Glück. Also, sieht aus, als wären da Teerpfützen auf dem Weg. Genau. Aber ich muss ja ganz ehrlich mal wieder und mal Beispiel wieder... Hier, wo ich gerade stehe, ist so eine große, also ist so eine fleckige Teerfläche. Ja, das ist auch eine Teerflecke. Ist doch der Teer... Nee, da kannst du durch die Map gucken, das soll nicht so sein. Ja? Siehst ja. Du, wenn du drüber läufst, dann bewegt sich das ein bisschen eigenartig. Ah, das wäre wirklich Teer? Nee. Okay, Mann. Trotzdem nochmal ganz so zurück zu Texturen und sowas. Auch, ich muss ja mal wieder sagen, Ark ist echt ein hübsches Game. Und ich bin mal gespannt, wie es in der Unreal Engine 5 aussieht. Weil ich weiß nicht, was jetzt eigentlich hier hässlich ist. Guck mal, die Texturen sind eigentlich immer noch ganz recht fein. Nicht. Das Einzige, was die halt nicht oder nur unzureichend gemacht haben, ist optimieren. Ja. Sodass halt die meisten PCs und Grafikkarten einfach Krätze kriegen in der einen oder anderen Situation. Das ist mit meiner neuen auch so. Ich habe, wo ich mir einen Test dazu angeguckt habe, bei dem einen lief das richtig grauenhaft auf der Grafikkarte bei mir. Läuft. Das ist reibungslos wie sonst was. Das ist halt wirklich schlecht. Ah. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen den 80er nehmen, Dex. Das ist gerade eine Flaute hier damit den. Oh, der macht doppelt so viel Schaden wie ich. Ja, komm mal hin. Das ist, der hat ein höheres Level, oder? Oh nee, 48 nur. Wow. Nee, das ist wegen den das X, da die haben X-Tiere. Die doch. Wow. Die können einfach zu viel ab. Hier ist noch einer, der ist wütend. Na, hier, das ist der 80er, der schon die ganze Zeit bei meiner Base ist. Na, dann nehmen wir den. Hast du eine Netzkanone? Ja, sagt, wenn ihr bereit seid. Ja. Be right. Kann ich vom Tier ausschießen? Ich ja. Ich auch. Oh, man sieht das Netz gar nicht bei ihm. Achso, siehst du, Helena. 2-8 Torpe hat er. Oh, ja, Dex zieht immer. Ich kann nicht ziehen. Ich hänge in dem drin fest. Und der ist stärker. Ja. Ich bin gleich tot. Aua, aua. Oh, du musst das tun. Ich schieß mal weiter so lange. Oh, jetzt frisst er den Phosphor-Draco an. Oh, oh. Hoffentlich kriegst du den gleich gekillt, sonst bin ich gleich fritte. Ich komme nicht mehr weg. Weg hier. Oh nein. Guck mal hier. 100 Leben. So. Oh, der ist gleich tot. Hör mal, Überlebender. Aber warum? Achso, vom Abschießen. Den hat gerade ein Arthro angefressen. Okay. 150 Leben hat er. 1400. Soll ich nochmal drauf schieße? Ja, schieß. Der braucht noch Torpor, definitiv. Der hat 1400 von 2,8 ungefähr. Hey, fliege ich da hoch? Hey, jetzt ist er da in den Berg hochgeeimert. Oh, das ist zwar jetzt etwas unpassend. Das wären 100. Ich habe, glaube ich, 1000 Leben noch gehabt. Oder so. Meint es zumindest. Oder war das doch? Nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, waren doch 1000. Ich habe eben 100 gelesen.
man vom Phosphodraco aus nicht auch schießen? Vom Phosphor, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur der hintere oder. Ist dann zwei Sitzer. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, der war ein Sitzer nur. Phosphato? Nee, Phosphodraco waren zwei Sitzer. Mindestens zwei. Nee, ein Sitzer. Hä? Er hat nur einen Sitz hier. Ja. Ach, du hast einen. Ja. Hab ich doch gesagt. Aber du hast doch. Die sehen irgendwie kleiner aus. Kann das sein? Vielleicht. Kommt mal hier nach vorne zu dem anderen Berg. Seht ihr mich hier? Ja. Föbe mitziehen. Ja, macht mal, falls doch nochmal was ankommt. Ja, also ich halte nicht viel aus. Achso, und nicht in die brennenden Dings reinlaufen, weil Vergasungsgefahr. Toro, sehen wir, geh mal runter hier. Kollege, hier oben ist ein bisschen schlecht. Und Darts. Hier unten ist auch einer, der hat. Der war low, der 36, war glaube ich, oder? Level 16. Ja, kannst du wegschnetzeln. Nee. Dafür ist er zu weit oben. Jetzt fliegt er in eine Richtung, okay. Ja. Ja, da ist doch schon wieder ein Rex. Nee, oder? Es ist ein Allosaurus. Hallo. Ja, der macht mit in X auch nicht mehr Spaß. Noch hat er sich nicht für mich interessiert. Jetzt ist er gerade wieder gelandet. Er ist schon gerade einmal kurz drüber geflogen, aber mein Netz hat dann gesagt, nö. Lauf jetzt hier einfach hinterm Decks hinterher, weil Benny sehe ich gerade nicht. Bin oben auf dem Berg hier. Du müsst auf die andere Seite rüber. Ah, jetzt. Der landet. Da. Und da fällt er. Ja. Abgeschossen? Ja. Ja, direkt am Berg unten. Ja, jetzt muss man nur noch drauf schießen. Und nicht in den Nebel rennen, weil sonst Erstickungsgefahr. Das ist meiner. Wo ist denn der? Auf dem falschen Deck, der steht hier. Oh! Den weißen. Was ist denn da gerade runtergefallen? Oh! Was ist denn der Auto? Mir ist gerade bei mir, hinter mir ist gerade der. Schieß mal. Jetzt bloß noch einer. Das war daneben. Hab ich nicht getroffen? Nee, das war daneben. Jetzt habe ich aber getroffen. Der Kurs? Einen noch vielleicht. Sollte umkippen jetzt. 2,8 von 2,87. Ja, oh. Der fällt um. Ui. Ich hab echt gedacht, der saß so toll. Ich denk so, okay. Nee, der fliegt. Achso, Bei mir saß der. Der saß so wie dein Tier, wie du den hinsetzen würdest. Geh mal noch schnell das Hammel holen. Kors, Spinosaurus ist alle gerade umgekippt. Warum hat er denn die Beine so schräg? Was ist denn mit dem denn los? Zumindest ertrinkt er nicht. Was, wen sein Spino ist umgekippt? Kors Spinosaurus, den er mir mal geschenkt hat. Interessant. Okay. Die hat doch so eine, weiß nicht. Ach, eine Figur, meinst Figur, du? Ja. Ja. So eine kleine Kunststoffdino. Ist dem vielleicht ein bisschen zu warm geworden, dass die Beine weich geworden sind? Ist kein. Hartgummi. Diese großen, tollen, was sind das für Marken? Nicht Schleich oder sowas? Wie heißt es? Ich glaube Schleich, aber ich bin nicht ganz sicher. Und keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber seine Beine, der steht nicht mehr. Ich habe mir jetzt gerade gegen das Dings gelehnt. Der kann nicht stehen. Warum? Auch immer. In dem Zimmer ist es nicht warm. Das ist ein Kellerzimmer. Okay, da sollte es nicht so warm werden, dass es sich verformt. Nee, ich weiß aber nicht warum. Ich habe den letztes Mal schon auf dem Boden liegen gesehen und ich denke so, okay, keine Ahnung, ich stelle ihn mal wieder hin und hat aber auch gestanden. Jetzt steht er nicht mehr. Er steht nicht mehr wie eine 1. Ist ferngesteuert von Chor. Chor steht nicht mehr wie eine 1. Chor macht schlapp. Das ist bedenklich.
Aber, hey, Dex, ja? Guck mal hoch zu mir. Ja. Okay. Das meinte ich vorhin mit Feuerspucken. Okay. Das habe ich eben nicht gesehen. Das ist an der Grenze vom Sterben. Hammer ist drin. Ja, ja. Aber er trinkt nicht und damit ist alles gut. Nee, hier ist es ja in dieser kurzen... Hä? Wo hat die denn das... Der sieht aus, als ob er gar keine Augen hätte. Wo sind die? Ach, da hinten sind die Augen. Er sieht so aus, als ob er eine Maske an hätte und dass man ihn nicht erkennt. Ja, warum hat man eine Maske an? Doch, es leckt doch wohl, mit, wenn ich Fotos mache. Ich dachte, das hat sich ein bisschen gelöst, geändert. Nee. Ja, pack dir gleich mal einen Sattel rein. Hier, hier, Dex, komm, ach so. Komm mal vor mich. Ich hab doch ein Dings dabei. Nee, mal testen, ob das irgendwas nicht, macht oder ob das wie das Salz ist. Dex. Wahrscheinlich auch nur so ein... Ei, 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 oh, oh, oh. Ha, 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 ha. Ja, steht, ist auch derselbe Effekt mit diesem Hachi. Hm, schade. Wäre lustig gewesen, ne? Ja. Das wäre cool, wenn der so einen kleinen Feuerstoß hätte. Ich finde die Blubbelbläschen sind immer so... Jo, noch einmal fressen, dann ist er fertig. Oh, wow. Mein Hammel. Der ist aber auch hübsch. Ja, der hat schöne Farbe. Richtig hübsch. Ey, lass mich los. Ich hab gefliegt. Wollte meinen einpacken da unten. Der hat noch so eine Bubble Intus, glaube ich. Ja, pack ein. Hat er vielleicht noch irgendwas Interessantes drin? In Inventar? Basiliskenschuppe vielleicht. Hab ich den gekillt, die Basilisken eben? Du hast. Ich habe mich nur gefressen, glaube ich. Oh. Waschbären. Nee, brauchen wir alles nicht. Boah, wie viel. Das müsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 45. Folge vielleicht sein? Das erste Mal fliegen wieder. Ja, seid ihr jetzt beide mit? Nee, ihr seid nicht beide mit Flieger unterwegs. Pack mir mal das Electronics rein. Ach so. Stimmt, das habe ich ja noch im Dings. Ich kann nicht mal dauernd Level. Electronics. Zack. Ach komm, hier die Basilisk-Schuppe kannst du auch mitnehmen. Ja, schmeiß den Schrank. Ich guck mir jetzt mal die Phosphor-Draco... Drakusse? Drakusen? Gucke ich mir mal im Wassergebiet an, welche Spannweite die haben. Ich denke zwar nicht, dass die irgendwas ändern, aber wer weiß. Bin ich der Meinung, die gleiche Größe, nur etwas andere Farben und halt... Ja, Farben sind einfach... Farben sind einfach komplett Standard. Galli. Nerv, nerv. So, jetzt ich und meine grandiose Orientierung. Ah, okay, es ist groß genug. Keine grandiose Orientierungsproblematik. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Benny, deine Bude im Wassergebiet, im Oceangebiet ist ja mal viel schöner als diese... Das ist ja auch noch nicht fertig. Ich hatte aber keine Zeit, wieder zu spielen. Dieses Dixi-Klo hier. Das war nur schnell hingezimmert. Hauptsache, ich habe erstmal irgendwas, wo ich hier sicher bin. Hauptsache, erstmal einen Platz zum drin sitzen. Ich hätte auch wieder einen Block machen können, ja. Dafür. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen Steigerung. Ist okay. Ey, komm, ja, meine Base bei Extinction war super. Bei Extinction. Das war das Bauernhaus mit den Türmen dran. Extinction. Das ist wohl richtig. Wo warst denn du da? Hat Dex schon wieder vergessen, wie das aussah. Wo warst denn du da? Unten im Waldgebiet. Ein Waldtitan. Nicht die kleine Hütte direkt am Waldtitan, sondern Da waren ja zwei Hütten. Eine ohne Dach, eins mit Dach. Stimmt's?
Das andere war bloß, wo der Tech-Dings drin steht, das war bloß eine Werkstatt. Also wir können gerne wieder rüber zum anderen Gebiet, oder wolltest du noch was hier machen, Gnome? Ich hab ein bisschen Holz gefahren, nimm dein... was nur nebenbei Lass passiert ruhig hier. Ist. Irgendwie habe ich auch schon wieder 15 Level dazu bekommen fürs Tier. Ja. Auch okay. Aber hier schenkt dir ein bisschen Sulfur, kannst du noch die Leute anspucken. Das ist mal gut. Ich rotz die Lümmel jetzt hier alle an. Ich mach nichts, ich stehe einfach nur hier rum und ich krieg die ganze. Ich krieg die ganze. Was passiert denn hier? Ja, ich crafte gerade. Ja, Benny hat gerade irgendwas am Crafting am Laufen. Dann machen wir halt hier Level. Auch okay. Oh, perfekt, jetzt habe ich genug. Jetzt ein bisschen Zement. Parken wir uns? Genau. Gehen wir ein bisschen nach hier. Ja, genau, dass wir hier keine Tiere aus Versehen mit teleportieren. Nee, es sind keine draußen. Also da brauche ich keine. Hier vorne ist ein böse Saurier hier vorne. Direkt hinter dir. Oh. Aber der hängt fest. Okay. Dann wo ist die Olle? Dann mache ich mal hier ein. Wollen wir wieder in den Ozean? Ja, und mit dem Flieger kann ich dann genau gucken, wo dann hier die Enten sind. Das geht schneller zu finden. Biom. Ozean. Und Feuer. Mir ist eigentlich egal, wo es hingeht. Ich kann jetzt fliegen. Oh, jetzt geht's los. Er kommt. Oder er kommt auch nicht. Nö, hängt immer noch fest. Hat uns aber jetzt entdeckt. Ist ja auch fies. Das heißt, wir sind jetzt essen, dass ihm vor der Nase verschwindet. Ich krieg die ganze Level. Ich weiß gar nicht, so schnell kann ich gar nicht drücken. Ich crafte immer noch. Da ist plus kein Generator. Hilfe. Was denn? Mein Vogel ist im Boden drin. Ich komme nicht aus dem raus. Ich hänge fest. Okay. Ich hänge leider in dem fest. Steine abarbeiten. Ja, ich kann nichts machen. Ich hänge in dem fest. Gucken, kann ich Steine... In dem Tier oder in dem Boden? Im Tier. Oh! Okay. Oh, hier ist das Tier. Reiten. Okay. Huh. Was war das denn, ey? Gruselig. Voll die Schönheit hier. Ich guck mal ganz kurz den Kollegen hier oben an, wie der aussieht. Ja, mach das mal. Muss erst mal ausladen gehen. Die haben, die sehen auch hübsch aus. Das kann ich aber echt. Die haben diese ein bisschen simplere Farben. Nicht so total abgefahrene Muster, sondern einfach nur Streifen orange, Streifen rot, Streifen grün. Aber ja, schick aus. Jetzt kann ich mal schneller wieder zu meiner Base hoch und wieder runter. Ah, hier oben steht der Gräsene, der Oscar. Hier oben wächst leider kein einziger Baum mehr. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Sollte eigentlich wachsen. Wächst aber nicht. Oh, das ist ja noch viel geiler, als ich gedacht hatte. Ich habe gerade mal das Abladen vom Dino ausprobiert. Mhm. Man muss nur dagegen laufen, dann wird er ausgeladen. Hä? Ehrlich? Ja. Und wenn du auch so siehst, ich streife das Teil mal kurz von der Seite, zack, alles ausgeladen. Ja, zumindest die Materialien, wo es Kisten für gibt. Okay. Also Stroh, Steine, Fasern, Feuersteine. Ich hab was für die... Kleingerümpel halt, ne? Ich hab was für die Zuschauer. Guckt euch mal den genau an, wie der aussieht. Den Teppichvorleger hier. Ihr dürft ihm gerne mal einen Namen geben. Macht, was ihr wollt. Lasst eure Fantasie frei laufen. Oha. Ist ja schon wieder eine Einladung. Ja, es ist muss. Muss. So, schön. Wir haben einen. Ich kann damit rumfliegen und das ist auch mal toll. Da kann man das Gebiet auch mal befliegen und gucken, wie das hier so aussieht. Ihr Lieben,
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.